Und weiter geht es. Bim, bim. So, sprich mit der Fürstin. Der hat, glaube ich, nichts Besonderes. Das ist nur ein Händler. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Wir sehen uns wieder. Muss erst mal gucken. Wie ich zu Anfang der Quest komme, aber auf der anderen Seite würde ich auch gerne wissen, was der Rüstungshändler für mich noch hat. Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Eure Klinge verdient das Beste. Ausbalanciert, scharf und tödlich. Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Der Gegner schneller, ja. Boah, 1000 Vorräte, 100 Eisen. 6-mal Gold. Ich kann vorerst nichts weiter tun. Holy moly. Möge euer Stahl scharf und stark bleiben. Ja, also ich würde sagen... Na, Süße. Ihr wollt etwas trinken. Mit mir. Nein, nicht wirklich. Ich bin nur höflich. Doch ich möchte eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über alle Maßen. Ich begehe keine Untaten für euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Drei-Wege-Quell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich belügt... Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Fragt den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Macht's nicht besser. Der mich in Frage stellt, den kill ich. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Na dann. Wird interessant. Wird interessant. Ich habe so das Gefühl, wir verlassen so ein bisschen den Pfad der Tugend. Klar, tun wir teilweise was Nötiges, aber ich habe so das Gefühl, also entweder spiele ich gerade falsch und unwissentlich spiele ich den Bösen oder aber die Story will das von uns. Bin ich selbst nicht so ganz sicher, aber ich fühle mich so teilweise nicht wohl dabei. Wir haben viel zu viele Leute gekillt, auch wenn Sklavenhändler waren. Richtigen Leute fertig zu machen. So, wunderbar. Dann konnte ich ein bisschen was sammeln, ohne großartig was zu verlieren. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich lang muss. Aber ich bin mit 120 Metern doch relativ nah. So, dann muss ich nochmal gucken, ob ich dann später nochmal die Karte aufbaue. Aber jetzt will ich erstmal gucken, dass ich den Dieb finde. Das ist der Drei-Wege-Quell.
Doch wo ist die Spelunke? Hier soll eine Spelunke sein. Ich sehe halt nichts. Wasser gefällt mir ganz gut, aber eigentlich... Wo soll hier eine Spelunke sein? Gut, die wird wohl ein bisschen versteckt sein. Ich dachte, im Schatten sah das aus, als wenn das die Spelunke wäre, aber das ist nur ein Felsen. Aha. Sollte sich vielleicht mal richtig umschauen. Das muss die Spelunke sein. Wird verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg. Ich bin Jin Sakai. Macht auf. Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Stimmt irgendwie von oben. Wäre ja auch zu einfach. Ja, der springt nicht so hoch. Schade. Lass mich mal überlegen. Mir fehlt halt echt so ein Hexersinn oder so. Muss ich halt echt mal gucken, ob ich von da oben vielleicht reinkomme. Von dort. Dann müsste ich hier rüber und da hoch. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai, kommt heraus. Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. So, Ronin. Na, kommt mal her. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! Nein, komm schon. Einer der drei muss die Karte haben. Hier ist sie. Eine Karte, die als Fächer getan. Oh, das ist cool.
Kehrt heim. Hab Dank, mein Herr. So. Kann ja schnell reisen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so geil ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass alle mich so ein bisschen, ja, für ihre Zwecke missbrauchen. Sozusagen. Und das gefällt mir halt nicht so ganz. Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich daraus. Danke, Fürst Sakai. Ja, doch, Nobel. Also ich sehe jetzt keinen. Ah, ich habe einen Punkt bekommen. Cool. Also wie gesagt, da ich die Punkte jetzt nicht zwingend brauche, würde ich sagen, relativ weit. Eins Komma sieben. Ja, da kann ich wenig was machen. Ja, ich mache jetzt erstmal so ein bisschen die Quests und werde dann später... Himmelschlag ist super. Habt ihr bestimmt schon gemerkt, das ist so ein Ding, was ich wirklich am meisten mag. Sprich mit Naro beim Kushi-Tempel. Norio, Entschuldigung. Es wäre eigentlich mal so interessant, das mal auf... Oh, komm schon, bin ich... Was? Oh. Tja, da ist dann mein Kopf gerollt. War dumm. Gebe ich zu. Aber wo sind die hin? Ich bin doch einfach nur unvorbereitet in den Kampf rein. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass der hier so... Dass es feindselig ist, weil hier sagt, ich soll mit dem sprechen und das ist halt ein Mönch. Wenn ich gewusst hätte, dass ich hier im feindlichen Gebiet bin, dann... wäre das durchaus anders da verlaufen. Da ist eine Brücke. Hat mich schon leicht gewundert. Bei Brücken muss ich immer so ein bisschen an Skyrim denken. Weil es da einmal Nierenwurz gab, daraus konnte man richtig gute Gifte herstellen. Vorbereitung, Ölherstellung, Geschichte war in meinen Augen von den Games der Witcher 3 bis jetzt am besten. Und von... Also das hier natürlich storymäßig gefällt mir das auch, also von der Optik her.
Von der Geschichte selbst her, muss ich sagen, ist immer noch Witcher 3 relativ gut. Also wenn man mich jetzt mal fragt. Aber vom Crafting- und Level-System bin ich immer noch ein Freund von Skyrim. Weil es einfach Learning by Doing ist und du hast halt extrem viele Sachen, die du craften und kombinieren kannst. Du kannst Pfeil und Bogen und kannst Gifte herstellen. Mit Level Perks kannst du zum Beispiel sagen, yo. Kampf im Kushidera-Tempel. Die Mönche sind in Gefahr. Kann man halt schon mal was machen. Norio! Fürst Sakai! Der gibt dir mal ordentlich. Mein Herr, seht euch das an. Der Kushidera-Tempel verdient Anbetung, kein Blutvergießen. Jahrhunderte der Weisheit liegen in diesen Mauern. Und die Mongolen wollten alles einfach niederbrennen. Der Angriff war nicht grundlos. Der Tempel gibt Menschen Hoffnung. Der Abt hat aufgefordert, für einen großen Sturm zu beten, der die Invasoren fortspült. Nun ist der Abt verschwunden. Und die Barbaren haben die heiligste Reliquie in Toyotama gestohlen. Eine Statue von Buddha zur Feier der Tempelgründung. Mein Bruder wäre eingeschritten. Er hätte den Mönchen Hoffnung gegeben, bevor sie flüchteten. Dann ehren wir sein Vermächtnis und retten den Tempel. Die Mongolen stahlen die Buddha-Statue aus der Haupthalle. Und der Abt? Er und sein Gefolge sind geflohen. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Habe ich da eben nicht noch jemand gehört? Die Geburt des Leids. Ja, wir kommen langsam voran. Ich krieg schon bald den zweiten Skillpunkt. Ich sehe nach den Mönchen. Ja. Was wollen die nur damit? Die Statue war hier. Ja, mein Herr. Die Mongolen stahlen unseren heiligen Buddha und ritten zur Küste. Wir finden die Statue und retten diesen Tempel. Nicht einmal euer Bruder konnte dieses Versprechen halten. Was ist denn passiert? Mein Bruder starb durch ein Mongolenschwert. Enjo, der Wächter, stirbt und diese Mönche wollen einfach so alles aufgeben. Sie sind Feiglinge. Sie sind Menschen. Enjo fürchtete gar nichts. Er war nicht mal 20, da rettete er den Tempel vor Banditen. Nun liegt es an uns. Die Ursache des Leids. Wir müssen den Buddha finden und zum Tempel zurückbringen. Der Mönch sagte, sie bringen ihn zur Küste. Wir können ihre Spur aufnehmen. Ach, Pferde. Okay. Hottehü, hottehü. Ihr seid wütend. Woher wisst ihr das? Ihr seid so still. Ha! Es ist dieser Mönch. Er weiß nicht, wie mein Bruder Kushidera wirklich gerettet hat. Meines Wissens handelte Enjo allein. Nur nach der Legende. In Wahrheit befahl er seinen drei tapfersten Mönchen, die Banditen zu provozieren. Eine Ablenkung. Ein Opfer. Sie starben im Kampf, doch sie verschafften Enjo genug Zeit, die Banditen zu flankieren und den Tempel zu retten. Na dann. Hoffentlich lässt ein Pferd mal im Sora nicht einen Pferdefurz ins Gesicht fahren. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, das Crafting-System von Skyrim war natürlich optimal. Mein Herr, dort drüben! Und Witcher hatte halt natürlich richtig coole. Vielleicht lag es auch am Alter.
dass ich mich damals... habe sie angefleht, uns den Buddha zurückzugeben. ...mehr auf Spiele einlassen konnte. Aber früher habe ich auch nicht so viel Geld gehabt, um Spiele mir halt wirklich zu holen ohne Ende. Da war man dann schon froh, wenn man ein Spiel hatte. Möge euer nächstes Leben friedlicher sein als dieses. Er gab sein Leben für seinen Tempel, wie mein Bruder. Ihr tätet dasselbe. Nee, da muss ich jetzt erstmal suchen. Ein Mongolenlager. Die Statue muss dort sein. Erst bestrafen wir sie für den Angriff auf den Tempel. Yo! Der Statue. So, dann will ich mal gucken, was sie hier liegen gelassen haben, diese Lümmel. Kunai, Vorräte, sammeln, Kunai, ja, nehme ich alles gerne mit. Sammelt der Mönch jetzt für mich Zeug ein? Interessant. Artefakt der Mongolen. Ja, kann man mal machen. Ich muss halt mal gucken, wo das Zeug liegt. War wahrscheinlich entweder im letzten Dingsbums. Wie man es ja kennt. Eher Vorräte. Gold wäre auch nicht schlecht. Lass mich raten, der hat sie gefunden. Ach, da haben wir sie ja. Da ist sie. Diese böse Lümmel. Aus einem Stern, der vor Jahrhunderten vom Himmel gefallen ist. Meteoritengestein. Wunderschön. Auf der Insel gibt es nichts Vergleichbares. Bringen wir sie zurück zum Tempel. Enjo wurde zum Wächter, als Banditen den Tempel angriffen. Sie wollten diese Statue. Sie ist unbezahlbar. Bestimmt haben schon viele versucht, sie zu stehlen. Wie viele müssen zu ihrem Schutz noch sterben? Ihr wollt, dass sie geraubt wird? Nein. Doch der Tempel birgt viele Schätze. Das schürt Gier und Neid.
Fürst Shimura zeigte sie mir, als ich klein war. Ich war sicher, dass der Bildhauer Buddha persönlich kannte. Als ich klein war, kam meine Familie hierher, um ein Opfer für das neue Jahr darzubringen. Da beschlossen Enjo und ich, Mönche zu werden. Früher wusste ich, wofür ich kämpfe. Wir kämpfen für unsere Heimat. Mag sein. Du bist mir aber jetzt nicht schwach, Dicker. Hey, ich will mit dir sprechen. Ich hoffe, Abt Komai ist sicher. Der Abt ist aus dem Zedern-Tempel. Warum kam er hierher? Um den Mongolen in Toyotama zu trotzen. Aber als sie angriffen, floh er. Der Kampf war chaotisch. Die Verfolgung könnte schwierig werden. In der Nähe ist ein Hof, der den Tempel versorgt. Dort fangen wir an. Mhm. Das Blutsutra. Ich kenne nur das Kamasutra. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit meinen. Ich war dort. Die Mongolen hatten es eingenommen. Ich habe dem ein Ende gesetzt. Dann hat der Abt eine Zuflucht gefunden. Ich erinnere mich, dass Abt Komai schon einmal vermisst wurde. Eine Fehde der älteren Mönche hatte den Tempel entzweit. Worum ging es bei dem Streit? Ich weiß es nicht mehr, aber damals schien es wichtig zu sein. Der Abt war eine Woche verschwunden. Alle waren mit der Suche beschäftigt. Was war passiert? Er hat sich vor uns versteckt. Wir stritten nicht mehr, weil wir ihn suchten. Hat das die Sache nicht verschlimmert? Er hat uns gezeigt, dass unser Streit nicht so wichtig war, wie wir dachten. Das hätte er einfach sagen können. Der Abt sagt immer, wenn niemand zuhört, dann lässt er Taten sprechen. Ja, das stimmt. Allein der Abt hält den Kushidera-Tempel noch zusammen. Wenn ihm etwas zustößt, werden die Mönche Kushi verlassen. Bestimmt finden wir Abt Komei dort. Feuer! Es kommt von dem Hof. Das gefällt mir gar nicht. Asamo-Bucht gelangt. Er musste sich als Sake-Händler verkleiden. Was ist hier passiert? Die Pferde brachten die Mongolen wohl auf ihren Schiffen mit. Bestimmt Hunderte. Die Überfahrt mit lebenden Tieren war bestimmt schwierig. Ist das der Abt? Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Das heißt, er kam nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Er ist tot. Lebendig verbrannt. Norio. Ich habe ihre Karten gesehen. Sie haben Karten? Na und? Norio, hallo. Umgekehrt. Ein Strohbett. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Ich suche das Haus. Er hat sich mit nassem Stroh geschützt. Und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung.
Die Abdrücke sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Hier lang. Wollen wir mal... Hier bin ich! Samad Achtulu Was hat er sich angesehen? Mongolen, sie tragen den ab. Was hat er sich angesehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, der hat keine gemeinsame Sache mit denen gemacht. Missionsgebiet, ja. Gut, machen wir beim nächsten Mal. Ich muss nämlich ganz dringend auf Toilette und wir sind schon bei über 30 Minuten. So, Leute, macht's gut, Leute, ne? Tschüss.